Jo, und da sind wir wieder. Fröhlich, am fröhlich sein. Erstmal was trinken. Habe ich mir verdient. Upsala. Alles dreckig hier, alles nass. Oh ja, das wird gut. Da fühle ich mich ja direkt wie frisch geboren. Außer dass ja alles nass ist. Na komm, geht doch. So. Na, wie ich sagte, siehst du, einmal Kaffee trinken und schon ist der Ausdauerbalken wieder komplett bei 180. Oh, apropos, wir sind gerade am Verhungern. Warum sagt mir das keiner? Können wir hier mal die Dinger einfach mal essen? Oh, schön Chili. Das muss aber auch eine Kombi sein, Alter. Rote Beete und dann Chili. Ich meine, gesund ja, auf alle Fälle. Aber so geschmackstechnisch, ich glaube mal, das ist eher so Katastrophe. Denke ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Also, ich stelle es mir halt so vor. In meinen kühnsten Träumen. Och, hier ist doch gar nicht alles gewachsen. Na, schau mal, na guck. Ja. Jetzt habe ich hier irgendwelche Hoden in der Hand. Guck mal, ich habe Hoden. Ja. Oh, dann machen wir mal hier schön, ne? Machen wir hier richtig schön hier. Oh. Guckt mal hier, die ganze schöne Bären. Nom, 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 nom. Da wirst du ja verliebt, wirst du da, ja. Alle geerntet. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, ja, okay, irgendwie schon. So. Und die guten Bären kommen jetzt ran. Ja. Na. No. Geh doch. Oh, guck mal an. Ich habe nur gleich nachgepflanzt. Upsala. Wer macht hier so einen Scheiß? Was ist hier los? So, das war hier links von die Weintrauen. Okay, haben alle. So, und dann kommen hier diese komischen Dinger. Perfekt. Absolute Perfektion. Jutchen, haben wir einmal alles umgekrempelt mal wieder. Dann würde ich mal sagen, wir machen auch nochmal vorne das Feld. Ist jetzt mittlerweile relativ gut. Okay, außer das hier. Aber hier, ne, ist relativ gut wieder bewachsen.
Den gehen wir da auch noch einmal durch und dann haben wir einmal wieder alles umgekrempelt. Also abgesehen von dem Kaktus und dem Zeug da vorne, aber das ist mir relativ egal. Getreidemagnet. Magnat. War Magnat nicht eine chemische Substanz? War mit Marzipan. La 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 la. Oh, siehst du, geh noch ratzfatz hier. Das war ja schon fast rekordverdächtig. Schon was, genau die Hälfte immer. Lol. Perfektion in Aktion. Was? Egal. Ja, schön. So, dann schmeißen wir das ganze Krempel dann hier auch nochmal weg. Und dann gucken wir mal ganz kurz durch die Schießluke. Das sieht aber gut aus. Wie das ganze Zeug da durchgeht. Da kannst du aber schon geil werden, kannst du richtig geil werden. Die tanzen da ja. Was ist los mit denen? Immer wieder hin und her. Ja, wie gesagt, ist halt eine relativ ineffektive Variante, aber solange wie es funktioniert letztendlich, bin ich damit voll zufrieden. Ich meine, gut, wenn man so eine Kiste einmal richtig voll gemacht hat, dann merkt man halt auch teilweise, wie die Server-Performance ein bisschen in den Keller geht. Wobei, nee, nicht der Server, sondern der Klient, wie der ein bisschen in die Knie geht, performance-technisch gesehen. Aber, so, trotzdem muss man sagen, es ist schon geil. So, was wir tun machen jetzt ist, gucken, wie wir das da hinten in Angriff nehmen wollen. Ich bin jetzt von der Idee tatsächlich so überzeugt, ich will das jetzt machen. Hotel kann jetzt mal so bleiben, wie es ist. Interessiert gerade keinen. Oh, ist ja schon der nächste Zeug gewachsen. Ich will nicht mehr. Achso, siehst du, apropos. Komm, wir machen die mal. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Vor allem die anderen haben wir jetzt alle weggebracht. Die sind jetzt alle im Lager. Die anderen Bären. Von daher. Verhungern wir sonst? So, wie ist das jetzt hier gewachsen? Ist das jetzt gut gewachsen? Oh ja, fast. Der kann weg. Ansonsten sieht es hier perfekt aus. Und hier hinten, oh, Alter, auch perfekt. Wow. Nice. Das ist doch perfekte Beete. Richtig schön. So muss das sein. Geilomato. Habe ich krass geil gemacht. Finde ich cool. Finde ich geil. Sehr schön. Guckt euch das an. Perfekte Beete. So wie sie sein müssen. Was hier schon wieder? Vielleicht sollten wir hier vorne noch mal ein paar Kaktusse anbauen.
Wobei die Kaktusse, die wachsen ja, ne? Die Kaktusse sind richtig schön groß, aber das Bambus, das ist da vorne irgendwie so ein bisschen so, naja. Alles andere als groß. Ich sag mal so. Haben wir hier eine Axt dabei? Nee, ne? Eine Axt haben wir hier nicht. Doch, haben wir. Warum haben wir die drunter gebracht? Ist auch egal. So, auf jeden Fall, ich schlag dann immer doch noch die ganzen Kakteen ab. Dann haben wir jetzt wirklich hier einmal alles durch. Dann kann niemand mehr sagen, oh, Ronny, aber das da fehlt noch. Was? Achso, wir müssen ja hier alle abbauen. Was liegen gelassen? Nee, ne? Gut. Ja. Nicht hier die, wie gesagt, Vegetation kaputt machen. Das war so nicht geplant. Gutchen, dann haben wir jetzt hier auch alles einmal schön abgeerntet. Ja. Und wenn jetzt noch jemand kommt mit, dann höre ich ihn mal kurz. Ah! Hi! Zu Ehren ist gerade angekommen. Na, schau mal, einer guckt. Wo denn jetzt? Ach, da. Hey, warum hier? Achso, weil hier bereits alles voll ist. Ha. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten das Lager ein bisschen vergrößern. Bitte nicht. So. Da kann der ganze Mist mal weg. Ja, die Bären habe ich jetzt absichtlich behalten, damit wir ein bisschen Nahrung haben, weil sonst verhungern wir. Apropos, was mir gerade einfällt, Nahrung. Wie sieht es eigentlich mit den Dingern hier aus? Kakao. Lagern wir Kakao auch im Lager oder? Hallo? Wow. Weil ich muss zugeben, dass Kakao. Das ignoriere ich immer so ein bisschen gekonnt. Haben wir das im Lager? Ja, ne? Doch, Kakao haben wir auch im Lager. Dann haben wir das hier. Die haben wir nur Schokolade. Hier haben wir auch noch so massig Bären. Gott. Oh Gott, wir hatten noch. Oh Gott. Warum haben wir von allem so viel? Das ist doch scheiße. Okay, komm, das können wir hier bei uns in die Tasche packen. Das können wir auch in die Tasche packen. Hier haben wir auch nochmal Saatgut. Alter, was ist denn hier los? Hier haben wir auch nochmal Weizen. Boah, Alter, das sind so richtige Aufräumfolgen hier gerade. Das ist so richtig so, so Hausarbeit. Scheiß die Wand an. Wer kommt aus dem Dreck? So. Ihr kommt da rein, du auch, du nicht. Du kommst da rein, du auch. Kakao. Kakao. Wir haben hier Kakao, oder? Ja, haben wir. Okay. 300 Grad mal. Ja gut, Kaffee aber noch weniger. also geht tatsächlich. Ja, hier, guck mal, Bären haben wir auch noch viel weniger. Ja gut, der geht ja. Dann ist ja alles im grünen Bereich. So, Backpack. Wie sieht's denn hier aus? Nein. Wie sieht's denn hier aus? So, du kannst da nicht rein. Du kannst aber rein und du kannst auch rein. Gut, dann pack mal die Äpfel. Ach komm, die essen wir gleich mal. By the way, wir haben sowieso Hunger. Wir können auch mal ein bisschen mehr essen hier. So, dann ernähren wir uns mal in nächster Zeit erstmal von Brot, weil davon haben wir massig hier rumliegen. Hier rumfliegen. Weißt du was? Das können wir auch alles mal wegpacken hier. Ja. Warum nicht? Warum nicht? So, bin gleich wieder da. Am PC-Ton stimmt was nicht.
Macht die gute Let's Plays? Auf meinem Server? Das ist aber illegal. Spaß. So, genau. Das Grafbüschlein packe ich mal endlich mal hier rein, bevor es mir noch komplett auf den Sack geht. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Dann können wir jetzt bloß noch mal unsere das Werkzeug reparieren. Wobei ich da mittlerweile auch am Überlegen bin, weil wir haben so viel Rainbow Ore. Ich glaube, wir nutzen einfach die Rainbow Ore. Gut, ich packe noch mal hier um rein. Bumm. So, und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns mal eine schöne Stelle aus. Vielleicht sollte ich auch, wenn wir es jetzt wirklich durchziehen wollen, mit da hinten so Häuser, dann sollten wir vielleicht den Weg hier noch ein bisschen anpassen, dass ich den Zaun um zwei Blöcke nach rechts verschiebe. Welcome back. Machst du Let's Plays? Fragezeichen. So, ne, dass ich den Soundpark quasi um zwei nach rechts verschiebe, kann ich mich hier im Weg lang, da hinten zum Dorf. Weil wenn da hinten wirklich ein Dorf hin soll, dann macht das schon Sinn. Weil ansonsten kommt man hier halt nicht lang, da hinten kommt man umständlich, muss man da rumlaufen. Das wäre hier schon am optimalsten. Ich glaube, bevor wir lange überlegen, wir machen das einfach mal. Scheiß die Wand an, fick die Henne. So machen wir das. Das wird das Beste auf der ganzen Welt. So. Dann machen wir hier mal Gras weg. So, können wir hier auch direkt bauen. Und dann merkt man auch schon wieder, dass es mit diesem Pointing schon wieder nicht ganz hinhaut. Was? Hä, Moment mal, bin ich zu weit? Ups, ich habe jetzt drei verschoben, kann das sein? Ich wollte doch nur zwei verschieben. Ich mache jetzt quasi Live-Let's Play zu Hause, oder wie jetzt? Okay, interessant. Ja gut, dann müssen wir den ganzen Dinger hier nochmal weg. Das Werk. Und meine schöne Spitzhacke ist weg. Und ich habe kein Holz dabei. Ist mir krass scheißegal. Dann machen wir das halt per Handverkloppung. Sehr schön. So, hier muss noch einer hin und hier müssen jetzt die Dinger ran. Ist da eine Lücke? Ja, das ist eine Lücke. Ha, oh, Alter. Dann machen wir das Ganze ein bisschen so hier. Perfekt, jetzt geht es nämlich auch genau bündig mit dem Baum. So wie ich das Ganze auch berechnet hatte. Ah, ich bin Mathematik-Genie. Okay, und hier kommt jetzt ein Weg lang. Und wisst ihr was? Am besten verschwenden wir für den Weg, den wir jetzt hier bauen, nämlich das ganze Geschild-Gravel. Einfach because es braucht keine Sau. Doink. Doink. Nein, ich wollte rüberspringen. Ich wollte richtig gekonnt hier so Donkey Kong-Style machen. Ah. Doink. Doink. So, was suche ich gerade? Genau. Geschild Gravel. Die Sache ist, Gravel kann man glaube ich nicht zurecht sehen. Das wäre auch ein bisschen krank. Das wäre auch ein bisschen total verrückt. Ich nehme es mal trotzdem mit. Und wisst ihr was? Wir machen mal hier Nägel mit Köpfen. Machen wir mal. Oder Köpfe mit Nägeln? Klingt beides interessant. So, und zwar machen wir mal die Lehmkacke auch tatsächlich mal hier rein. Ach komm, jetzt ist mir hier Achterbahn. So, so. So, und hier nehmen wir mal die ganze Wolle raus. So. Und dann haben wir nämlich genug, um einen Weg zu bauen. Unsere Schippe wird lange nicht mitmachen, aber wir haben Holz haben wir mehr als genug. Also, wenn wir irgendwas so viel haben wie du...
Falls du fragst, habe ich gestern eine Mega-Höhle in deiner Neue entdeckt. Schön, schön. Ja, die Welt ist klein und die Let's Play-Welt sowieso. Also der Server hier, mach ich doch. So, genau, haben wir Schild Gravel. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich das irgendwie sehen kann, weil das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Ne, kann man auch nicht und den normalen Keys kannst du auch nicht. Das macht doch alles keinen Sinn. Ich wollte trotzdem nicht sicher selber gucken, ne? Vielleicht können wir das damit nämlich, hätten wir es ein bisschen effektiver verwenden können. Ne? Genauso wie wir ja da hinten den Weg da, ne? Da haben wir ja auch hohl gebaut, den Weg, diesen grauen Weg da. Den haben wir auch hohl gebaut. Sowas ähnliches wollte ich jetzt gerade mit dem Kies machen, aber das geht natürlich nicht. Und darüber bin ich auch irgendwie ein bisschen froh, weil das hätte das Ganze echt ein bisschen ins Bodenlose gedrückt. Also da muss man ja auch nie übertreiben, ne? Also wir haben mittlerweile so massig, wir hätten letztens gar nicht so viel machen brauchen. Wir haben jetzt hier Mesekon für die nächsten 30 Jahre oder so, keine Ahnung. Ist ja abartig, ist das ja. Was zur Hölle? Genau, eine Schippe. Ich brauche Holz. So, hier oben ist natürlich falsch mit Holz. Holz hier unten. Dankeschön. Wir nehmen am besten nochmal dich gleich mit. Und dich nehmen wir gleich mal mit. Alles, was wir hier so nicht brauchen unbedingt. Was wir quasi als Holzstöcker verwerten können, nehmen wir auch mal mit. Jetzt haben wir hier massiv scheiße Holzzaun und so einen ganzen Dreck. Naja. Dient zur Not als Brennstoff. Was mir noch einfällt, ist, wir... Ach ja, siehst du, ist ja jetzt dieser komische Kaninchenzaun, ne? Ja. Was mir gerade noch einfällt, der Haufen da, der ist jetzt nicht mehr mittig, kann das sein? Weil der müsste jetzt eigentlich quasi auch um einen Block nach rechts verschoben werden. Wobei die Frage sowieso war, war er davor überhaupt mittig? Habe ich den mittig platziert? Nee, ne? Egal, er bleibt so, wie er ist. So, was wir jetzt hier bauen, ist ein kleiner, schöner Weg. So ungefähr. Genau, Schildgravel. Dann sollten wir den Weg aber auch breiter machen, weil das macht so dann eben keinen Sinn mehr. Das heißt... Oh. Nein, mein schönes Zeug hier. Na gut, dann muss ich jetzt halt ein bisschen näher an den Strand ranpacken. Weil es einfach stehen bleibt, was ist hier los? So, dann kommt die Reihe hier nämlich weg. So, dafür kommt dann, da ist die Erde, kommt dann hier Sand hin. Ernsthaft jetzt? Danke. Und da kommt dann jetzt wieder das Zeug hier rauf. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur gucken. Okay, hier ist der Weg bereit. Zwei breit. Ja gut, dann passt es doch relativ. Ja doch, okay, hier ist auch alles zwei breit. Naja, hier könnte es ein bisschen eng sein für den Hauptweg, aber ich lasse es. Es ist so in Ordnung. Komm jetzt. Jetzt muss man ja immer hier... ne, man muss ja nicht übertreiben. So. Hier haben wir jetzt einen wunderschönen Shield-Gravel-Weg. Das heißt, wenn einem irgendwelche Steine in den Schuh rutschen, braucht man sich keine Sorgen machen. Es sind zumindest gefilterte Steine. So, hier würde ich gerne noch da so, da so, da so und dann da so. Ja. Mal gucken, ist jetzt die Kurve besser? Ah, viel besser. Ah, da kann man richtig schön langlaufen hier. Nicey dicey. Okay, und jetzt kommt der Weg hier. Einfach mal draußen die Schnauze halten. Nein, meine wunderschöne Schippe. Sie ist kaputt. Ich hasse dich. Bitte geh hier nach Hause. Es gibt nichts zu sehen. Alter, die Scheißschippe ist so schnell. Weg da. Nee. Was? So, jetzt kommt hier wieder auch geschüttet Gravel. Hä, schon leer?
Momentchen mal, das kann nicht sein. Genau. Das war gerade mal der halbe Stack, der leer ist jetzt. Ich dachte doch schon, ey. Noch, jetzt kommen wir mal her hier. Mal, machen wir mal hier, ne? Mal wieder nicht übertreiben. Dankeschön. Ja. Dann muss ich mal gucken, ob ich den Weg ein bisschen hoch mache oder hier tatsächlich den Boden nochmal abtrage, weil der Boden ist ja hier ein bisschen höher, ne? Dann geht er hier wieder runter. Vielleicht trage ich also die Ecke hier nochmal ab komplett, aber das gucken wir dann später. Erstmal fällen wir die ganzen Bäume da hinten. Das wird auch nochmal eine scheiß Mordsarbeit. Wobei mit der Regenbogen-Axt sollte das eigentlich kein Problem sein. So, unsere Brücke ist perfekt. Jawoll, ist doch geil, ist das doch. Jetzt sieht das hier auch noch viel mehr aus. Schönes Ding, schönes Ding. Echt geil. So, die Bäume hier bleiben natürlich stehen. Ganz klar. Das sorgt hier für ein bisschen Atmosphäre. Aber hier hinten die ganzen Bäume, die werde ich erstmal wegmachen. Zur Not können wir später wieder Bäume pflanzen, ist ja kein Problem. Aber erstmal kommen die Bäume. Erstmal kommen die Bäume da alle weg. Wo ist die Axt? Hatte ich nicht eine Axt mitgenommen? Hä? Hallo, Axt? Hä? Wir hatten doch noch eine angefangene Axt rumzuliegen. Wo ist denn die jetzt hin? Och, Leute. Was stimmt denn mit euch nicht? Okay, Brot macht echt gut satt. Der muss man schon mal so sorgen. Nee. Hä, wo hab ich hier hingepackt? Hallo? 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 Okay, kann man mal jemand sagen, wo die Axt ist? Wir haben doch gerade noch gar keine Bäume gefällt. Wo ist denn die Axt hin? Er sagt mir bitte nicht, dass ich hier ins Lager gepackt habe. Mit in die Kiste rein. Das wäre jetzt eine mittelschwere Katastrophe. Wo ist das Ding von der Axt rum? Nö, sieht nicht so aus. Bin ich jetzt bescheuert? Hä? Wollt ihr mich gerade verarschen? Wir hatten doch noch eine angefangene Axt. Ah gut, dann gucke ich dann mal in die Aufnahme. Ist das sowieso Folgenende? Ich war mir sicher, dass wir noch eine angefangene Axt hatten. Ah gut, nächste Folge dann.